Mahlzeit. Ich bin heiß, ich bin geil und heute möchte ich über Erwartungshaltungen reden. Vielleicht auch solche Erwartungshaltungen, die man hat, wenn man 17 Jahre alt ist, sich als Frau identifiziert und dann beim Till Lindemann in seine Umkleidekabine eingeladen wird. Welche Erwartungshaltungen haben beide Personen und wie werden sie erfüllt? Erinnert mich sehr stark auch an Krypto. Es gibt unterschiedliche Erwartungshaltungen von den Leuten, die ein Projekt betreiben, aber natürlich auch von den Leuten, die in ein Projekt investieren oder einfach verfickte Scheiße ihre paar Xis mitnehmen, um sich so zu fühlen wie der Berlusconi, wie der Berlusconi sich auf einer Bunga-Bunga-Party gefühlt hat. Doch auch mit einem 2X ist es nicht möglich, sich eine Bunga-Bunga-Party zu gönnen, denn die Mädels, die es wirklich geben, dafür muss man erstmal ein Rockstar werden. In diesem Sinne, kulturelle Aneignung, die auch in Krypto stattfindet. Black Lives Matters verbrasst die ganzen Gelder. Die Frage stellt sich, ob sie sie auch irgendwie in Geld reingebuttert haben. Aber worauf will ich denn eigentlich hinaus? Nach diesem Geschwätz, den ich jetzt hier von mir gegeben habe. Erwartungshaltungen an Projekte. Inuku. Ich möchte jetzt ungern wieder so viel über Inuku sagen und darüber reden. Ich möchte mich auf einen wichtigen Aspekt konzentrieren. Und nach diesem Video wirst du dich schon schlauer fühlen. Ja, das fühlt sich später für dich so an wie ein Griff in den Schritt von einer fremden Person. So eine gequälte Scheiße, was ich von mir gebe. Ich muss jetzt einfach nur daran denken, wie Berlusconi eine Nutte fickt. Gott sei ihm selig, nichts gegen den Mann. Hat ein Land, hat nicht nur Nutten gefickt, er hat ein ganzes Land zusammengebumst. Aber wisst ihr, wer auch gerade unser ganzes Land zusammenbumst? Die Leute, die einerseits von uns die Aufopferungsgabe erwarten, das Klopapier für viel mehr teurer zu kaufen, das Brot für viel teurer zu kaufen, dass wir die Inflation genauso lutschen, wie Till Lindemann einen gelutscht wird oder wie den Berlusconi einer gelutscht wird. Und im selben Zuge der Preis des Lutschens, die Bepreisung eines Blowjobs innerhalb dieser steigenden Inflation nicht berücksichtigt wird, sondern man sich als derjenige, dem eine geblasen wird, eine Gehaltserhöhung gibt. Diäten. Und das ist kulturell natürlich sehr, sehr, sehr schwer verständlich. Und da kommen wir zu dem Kern des Videos. Vorurteile, Erwartungshaltungen. Wir als Menschen haben so einen gewissen Zeitfluss hinter uns. Innerhalb diesen Zeitflusses haben wir bestimmte Erfahrungen gesammelt und orientieren uns da dran, ja. Also es bedeutet, wenn du jedes Mal, nachdem du irgendwo feiern warst, dir dein Popo wehtut und du dich nicht mehr dran erinnern kannst, warst du entweder in einer Umkleidekabine oder auf einer Bunga-Bunga-Party. Aber schlussendlich wirst du dir sagen, boah, jetzt nochmal feiern gehen am Wochenende, das mache ich nicht. Aber vielleicht liegt es nicht an dem Feiern, sondern an dir. Und genau dasselbe ist es auch bei Inuku. Viele Leute schauen sich Inuku an und sagen, ah, Shitcoin, irgendwie so ein verficktes Mädchen. Gemalt, irgendwie so eine Manga-Scheiße. Die einzigen Mangas, die ich mir gönnen würde, sind Hentai. Hentai, übrigens, sehr empfehlenswerte Kunst. Wirklich, in einem Hentai wird viel mehr über das menschliche Dasein und die Bedürfnisse und die Erwartungshaltungen eines Menschen visuell kommuniziert. Und jetzt natürlich der Vergleich. Alles, was du es dir jemals vorstellen kannst. Jedoch bist du in dir selber so drin verschlossen durch die ganzen Wochenendpartys, wo du einem geben musstest, ja? Wo du deinen Arsch unrasiert
hingehalten hast. Macht sich auf Dauer nicht gut, tut auch weh, no homo, vielleicht wolltest du das gar nicht. Aber diese Diskrepanz zwischen so ist es und die Wahrnehmung ist riesengroß. Die individuelle Wahrnehmung, das bedeutet du als Teil eines globalen Wirtschaftssystems innerhalb des Kryptos. Ja, weil Krypto ist ja nicht nur hier in Deutschland, Krypto ist auch nicht hier in den Staaten. Polygon, Matic hat übrigens gesagt, so durch die Blumen ganz höflich gesagt, ja, fuck man, Alter. CEC, fickt euch einfach. Wir haben nicht in Amerika gegründet, ihr könnt uns alle mal. Und wenn man sich anguckt, die Buying Power in der gesamten Welt ist viel größer als in Amerika. Nichtsdestotrotz wollen wir eine Leitfigur haben, wollen wir amerikanische Produkte, wollen wir die USA-Kultur auch in Krypto aufsaugen und sind schlussendlich nichts anderes wie eine hochqualifizierte, gut betuchte, schwanzlutschende Nutte auf einer Bunga-Bunga-Party. Und da frage ich mich, wer alles noch dabei ist. Wer alles ein aktives oder wer alles ein passives Mitglied so einer Veranstaltung mit dabei ist. Und um da deinen Horizont des Verstehens ein bisschen aufzubrechen, habe ich ein paar Bilder aus Hongkong mitgebracht. Leider nicht von Ladyboys, aber von folgenden Dingen. Schaut mal, Uber. Da wird in so komischen Videos, in Manga-Stil dir erklärt, wie man sich in der U-Bahn verhält. Hier, mittendrin, Hongkong. In der U-Bahn. Merkst du was? Merkst du was? Du Batschacke. Und ich weiß ganz genau, dass über die Hälfte der Leute, die mir zuschaut, ich schätze mal 3/4 aller, die mir zuschauen, keine gebürtigen Deutschen sind. Weil die gebürtigen Deutschen es nicht ertragen können. Weil sie alle unter einem Schwiegersohn-Komplex leiden. Die wollen. Der Automalverbraucher in Deutschland, der möchte ein strukturiertes, wie auch immer geartetes, ordentlich qualitativ aufgearbeitetes Konsumprodukt haben. So wie zum Beispiel unsere GZ mit diesen ganzen Frosch-Emojis, Bullshit-Scheiße. Ja, nee, Hand heben heißt Hitlergruß. Vielleicht sage ich den Leuten auch so, hallo, hä? Meine Tochter ist 10 Monate alt und fängt auch an zu winken. Ist sie jetzt rechts? Weiß ich nicht. Vielleicht aufgrund ihrer Mutter, weil sie deutsch ist und das ist vererbbar. Die Krankheit des Rechtsradikalismus. Wobei meine Frau eine Zeit lang die Grünen gewählt hat, was mich nicht daran gehindert hat, sie zu heiraten. Fun Fact, sie wählt sie nicht mehr. Kommen wir zu dem Thema grün versiffte Gesellschaft. Oder rechtsradikale Gesellschaft. Da ist ja nichts dazwischen. Entweder bist du links oder du bist rechts. Dass beide Lager historisch mehrere Menschen vernichtet haben, Millionen, aber Millionen Menschen. Und ich möchte und werde nicht das Leid der einen mit dem Leid der anderen vergleichen, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass wir zwischen Pest und Cholera wählen müssen. Entweder links oder rechts. Wie wäre es mit Mitte oder irgendwas oben drüber? Wie wäre es mit Technokratie? Ja, wie wäre es denn damit? Die Dinge einfach mal sauber kriegen. Wie es hier mal zu sehen war, das war so ein kleines Schildchen. Mittendrin in der Partyzone von Hongkong, da wurde einfach mal kommuniziert, ey Jungs, es gibt Mäuse, es gibt Ratten, macht mal eure Häuser mal vernünftig zu, damit das Unrat nicht zu euch reinkommt. Bus. Genau dasselbe. Wie funktioniert das mit dem Bezahlen? Wird hier erklärt. Weiter geht's. Please wash your hands before you leave. Nochmal auf Englisch und das ist nicht Mandarin. Tangchinesisch ist das.
So. Zieht sich auch überall durch. Und merkt ihr da was an dem Stil? Es sind alles so Anime. Manga-Geschichten. Sogar hier so Baustelle. Wie ist eine Baustelle abgesichert? Wird nochmal erklärt. Was da alles so passieren kann, wird nochmal erklärt. Und das ist genau der Punkt, den viele Menschen nicht verstehen, warum Eneku und auch andere Projekte, die ihren Ursprung in Asien haben, auf diese Art der Kommunikation setzen. Du einerseits alles, nicht gebürtiger Deutscher, was dabei auch eigentlich keine Rolle spielt. Erwartest aber trotzdem, dass du, wie du auch immer geartet bist, deine Kultur hier akzeptiert wird. Keine Ahnung. Samstag Schaschlik und Bier und laut russischen Chanson hört. Möchtest, dass dein Nachbar das akzeptiert und toleriert? Jeder von uns erwartet eine Toleranz. Jeder von uns erwartet, dass man den vernünftig behandelt. Und im selben Zug bist du das dumme Arschloch. Du bist das Arschloch, was nicht tolerant gegenüber den anderen ist. Und ich möchte jetzt nicht von dieser ganzen Regenbogentoleranz Top-Down-Bullshit-Scheiße reden. Ich möchte einfach mit diesem Video kommunizieren. Ich möchte meine Kernbotschaft aufbringen, dass die Erwartungshaltung, die man als Mensch hat, nicht dem entspricht, was wirklich eintritt. Denn unsere Erwartungshaltung begrenzt sich nur auf das, was wir erlebt haben. Und basierend auf dem, bestes Beispiel, Chartanalyse. Ja, man hat ein gewisses Regelwerk, mit dem man arbeitet, und anhand dieses Regelwerkes kann man angeblich die Zukunft eines, des Preisverlaufs vorhersagen. Funktioniert bedingt. Bis der Gary von der CEC die ganze Scheiße shorten möchte und damit sein Short aufgeht, alles verklagt. Jetzt kommen natürlich die ganzen Pisser, die ganzen Trader und sagen, ey, das hätte man ja vorher sehen können. Man hat ja gewusst, dass die Scheiße dampft. Deine Erwartungshaltung ist Scheiße. Genau wie meine ist es. Weil die Erwartungshaltung auf einem Vorurteil beruht, basiert. Und heute hatte ich auch ein kurzes Gespräch, was mich auch dazu motiviert hat, dieses Video zu machen. Ich hatte da jetzt die Tage noch mal so ein kleines, so einen kleinen Escort-Aufgabe der Community von WB Mining. Kennt ihr ja Joachim, der da in Alaska Gold meinen wollte, da ist irgendwie Geld über und vielleicht wollten die in Inuko investieren, bla bla bla. Ich wollte mich bei der Community vorstellig werden und denen mal schön mal ein, wie heißt denn das, ein Kraulen. Ja, das war so die Erwartungshaltung von denen. Die Erwartungshaltung der Community, man muss auch bedachten, ich spreche nicht für die gesamte WB Mining Community. Das sind einfach eine Handvoll Menschen, die sehr laut sind. Und diese Menschen erwarten von einem, der irgendwas von denen will, ein Schwiegersohn. Jemand, der super nett ist, der super wunderbar ist, der super toll ist, den man am liebsten aus den Händen isst. Was ich nicht bin. Nach einer gewissen Zeit ging mir das alles auf den Sack und da habe ich einfach mal losgelegt. Woraufhin einer von denen sagte, da seht ihr doch mal, wer in Wahrheit der Kryptobier ist. Und dann dachte ich mir so, du beschissenes Stück Scheiße. Du in deiner kleinen geistigen, eingeschränkten Weltvorstellung, Existierendes
Stück Hundescheiße. Und zwar so dieses, kennt ihr dieses, was halb fest, halb feucht ist, was so langsam rausläuft, ja? Erwartest von mir, dass ich dir das so vorstelle, damit du es gut findest. Und genau da liegt die Trugs, genau das ist es, wie die gesamten Scams funktionieren. Indem dir deine Erwartungshaltungen, deine Wünsche so schmackhaft in der Kommunikation ansprechend dargestellt werden, dass du sagst, ja, und dann kaum vergeht die Zeit, bist du derjenige, dem die Hose ausgezogen wurde. Was lernen wir daraus? Erstens mal, bisschen reflektierter mit dem Thema Vorurteile, bisschen reflektierter mit dem Thema Erwartungshaltungen, ein bisschen reflektierter mit sich selber umzugehen. Und nur weil man irgendwas nicht versteht oder was für einen fremd wirkt, wie zum Beispiel dieses kleine Mädel, das direkt alles Scheiße zu bezeichnen, ohne zu begreifen, welchen Hintergrund das hat, wie wir das in dem Video gemerkt haben. Hongkong, eine Weltmetropole. Habe ich konkrete Beispiele mitgebracht. Wenn ich das nächste Mal irgendwann mal in Asien unterwegs bin, in anderen Ländern, da werde ich Vergleichbares vorfinden. Also, was lernen wir daraus? Für all diejenigen, die bisher hinzugeschaut haben, und ich weiß, das sind immer ein paar Dutzend Leute, die bis zum Ende schauen. Ich danke euch vielmals. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen amüsieren mit dem Video. Ich weiß, der Gedanke, wie Berlusconi Nutten gefickt hat, der ist drin, der ist in eurem Kopf drin. Ich weiß, dass ihr jetzt an diesem Gedanken festhält, aber haltet auch an dem Gedanken fest, den ich euch kommuniziert habe. Jedes Mal, wenn du das Verlangen nach körperlicher Befriedigung verspürst, denk daran, dass in anderen Ländern sich's anders machen. Und genau das ist die Botschaft und genau das ist einer der Gründe, warum ich hinter Inuku stehe. Weil ich es dazu benutze, dieses dezentrale autonome Organisation, von der ich ein Teil bin, nicht der Gründer, nicht der Führer. Enttäuschend, Menschen, schwache Menschen brauchen eine Führung. Ich weiß, ich weiß. Aber genau auch wie durch dieses Video den Menschen, die ihre Handlungen, ihre Erwartungshaltungen aufgrund ihres kleinen beschissenen Lebens aus ihren Erfahrungen dazu nutzen, über Dinge und Menschen zu urteilen, von denen sie keine Ahnung haben. Und das Beste, was du machen kannst, jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, das ist scheiße, dann sollten die, frag doch mal, warum? Und wenn jemand sagt, ja, Inuku ist doch eh ein Shitcoin, da ist ja so ein komisches Mädchen, dann mach doch der Person mal klar, warum das ein Mädchen ist. Warum das so in Anime-Manga-Style ist. Macht das immer der Person klar. Und erwähnt vielleicht mal die Utilities und den Value, den wir gebracht haben. Dass wir immer noch hier sind. Dass wir immer noch ackern. Die gesamte Community. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich könnte weitermachen, aber es reicht. Dabei, bleib gesund. Lass dir gut gehen.
Und denk dran, während wir hier uns in den Kopf ficken und versuchen irgendwie mit Krypto oder wie auch immer geartet Spaß zu haben, vielleicht Geld zu verdienen, musst du wissen, dass schlussendlich du gefickt wirst, und zwar vom Finanzamt. Damit die Menschen, die dir dein Leben aufbürden und dein Leben rundum gestalten, ihres genauso führen können, wie sie es geführt haben. Vielleicht sogar noch besser. Aber da ist wieder eine andere Geschichte, wieder ein anderes Ding. Ich spreche ab. Ist genug für heute. Dabei, Baka, ich hoffe, du hast was mitgenommen.